Das ist krank, pervers und krank. Du solltest eine Therapie machen. Ich mache eine Therapie. Scheint bloß nicht zu wirken. Es ist doch allgemein bekannt, dass es verkehrt ist, wenn ein Therapeut mit seiner Patientin schläft. Nicht in Kalifornien. Wir sind nicht in Kalifornien. Wir könnten dahin ziehen. Ich habe mir noch nie viel aus Transvestiten gemacht. Wollen wir gemeinsam das Geheimnis von Neurosen lüften? Wollen wir? Ich hasse Therapeuten. Aber du willst es doch, Engel. Wie kann ich es gewollt haben, wenn eins meiner Hauptprobleme darin besteht, dass ich nicht weiß, was ich will? Sie braucht Hilfe. Sie kommen pünktlich. Ja, das ist mir lieber so. Sie haben fantastische Brüste. Ich habe die U-Bahn genommen, den Express. Ist das dieser degenerierte Kerl, von dem du mir erzählt hast? Was wissen Sie von mir? Tragen Sie Kontaktlinsen? Ich mag den Klang Ihrer Stimme, sehr weich, aber selbstbewusst. Genau wie Ihre Brüste. Er versucht einmal im Leben Verantwortung zu übernehmen. Dann fühle ich mich freier. Ich kenne eine Frau, die jeden Tag in ihrem Leben mit einem völlig fremden Sex macht. Das ist meistens der Beginn einer schweren Neurose. Sie ist Psychotherapeutin. Ach. Du hast Probleme mit vorzeitigem Samenerguss. Das hat mit vorzeitig überhaupt nichts zu tun. Unsere Gesellschaft schreitet immer schneller voran. Wir haben schließlich alle noch etwas anderes zu tun. Wenn ich so schnell komme, dann aus Termingründen. Er ist auch ein Psychotherapeut. Und was diesen freundlichen jungen Mann betrifft... Spielsachen, Puppen. Durften Sie mit Puppen spielen? Ja. Er ist ein überzeugter Junggeselle. Mit Kernwaffen durfte ich nicht spielen. Absolut überzeugt. Er ist wirklich attraktiv. Ja, Sie sind alle ein bisschen ausgeflippt. Aber es gibt eine Hoffnung. Ein Heilmittel für Ihren desolaten Zustand. Vielleicht bringe ich mich um. Eine sinnvolle Beziehung. Und die selbstverständlich außerhalb der Therapie. Die einzig wahre Behandlung für unheilbare Romantiker. Willst du mich heiraten? Ja. Julie Haggerty. Ich muss mich übergeben. Jeff Goldblum. Ich hab nichts anderes erwartet. Glenda Jackson. 200 pro Tag. Tom Conti. Und Christopher Guest. Meine Vase zerschmissen. Ich vermute, der Kerl hat sich Zeit gelassen, ja? Ja. Hier gibt's keine Probleme, über die Sie nicht herzhaft lachen können. Leute, die wollen, dass Sex besonders lange dauert, sind krank. Beyond Therapy. Ein Film von Robert Altman.